Der Tag an der Börse heute war natürlich geprägt von den Entwicklungen rund um den Konflikt in der Ostukraine. Einzelheiten dazu jetzt von Bettina Seidel aus der Frankfurter Börse. Die Sorge ist groß, dass die anstehenden Sanktionen, die ja eigentlich Russland treffen sollen, zu einem Bumerang werden könnten für unsere Wirtschaft in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit. Dass es zu neuen Lieferengpässen zum Beispiel kommen könnte. Bei Öl und Gas sehen wir es ja schon, es wird knapper. In den USA etwa sind die strategischen Ölreserven so niedrig wie seit 20 Jahren nicht mehr. Entsprechend eklatant fielen die Preissteigerungen in der Vergangenheit schon aus. Und heute gab es noch mal einen Nachschlag. Öl plus 1%, und da sind laut Experten die 100 Dollar schon nah. Gas plus 2%. Die hohen Energiekosten reißen schon jetzt ein großes Loch in die Kasse. Bei uns Verbrauchern genauso wie bei Unternehmen. Geld, das dann fehlt für künftige Anschaffungen oder Investitionen. Das könnte die Wirtschaft in der Breite ausbremsen. Deshalb also eine ziemlich angespannte Stimmung an den Börsen. Der DAX hat sich zwar heute im Tagesverlauf wieder etwas beruhigt, aber das heißt längst nicht, dass sich die Angst an den Finanzmärkten auch verflüchtigt hat. Im Gegenteil, die Angst ist groß, und gut zu erkennen ist das an unserem Angstbarometer, dem sogenannten VDAX oder Volatilitäts-DAX. Der bildet ab, wie stark die Kurse schwanken. Je höher das Barometer, desto größer die Schwankung und desto größer die Angst, so sagt man. Und dieses Barometer steht jetzt dreimal höher als noch zu Jahresanfang. Zeigt also, die Sorgen sind sehr präsent und so dominierend, dass andere Nachrichten in den Hintergrund geraten. Wie zum Beispiel heute, dass VW den Milliardenbörsengang von Porsche jetzt angestoßen hat. Das könnte einer der größten Börsengänge der Welt werden, von 60, 80, gar 100 Milliarden Euro ist da die Rede. Spricht nur heute keiner groß drüber, weil die Eskalation des Ukraine-Konflikts alles überschattet und sogar so einen Börsengang wackeln lassen könnte.